Mein Name ist Stefan Strohmeier. Ich bin Jugendreferent an der katholischen Jugendstelle in Rosenheim. Ich bin Diplom-Sozialpädagoge und gleichzeitig auch Erlebnispädagoge und mache seit gut 15 Jahren Jugendleiterschulungen, Gruppenleiterkursausbildungen mit vielen, vielen jungen Menschen. Es ist immer wieder wahnsinnig spannend und darum freut es mich jetzt auch, dass ich hier ein paar Inhalte dieser Schulungen online näher bringen darf. Viel Spaß dabei! Ein sehr, sehr wichtiges Thema deiner Jugendleiterausbildung ist das Thema Recht. Und zwar geht es da um die rechtlichen Rahmenbedingungen, unter denen du draußen vor Ort Jugendarbeit machst. Der Dreh- und Angelpunkt von dem Ganzen ist das Thema Aufsichtspflicht. Und dazu gibt es jetzt von mir die wichtigsten Informationen, die du kennen solltest und an die du dich natürlich halten solltest. Als Jugendleiter, da steht man immer mit einem halben Bein im Gefängnis. Das ist so ein Satz, den man relativ oft hört. Tatsächlich ist die Zahl von Jugendleitern, die wegen einer Verletzung ihrer Aufsichtspflicht verurteilt worden sind, extrem gering. Für uns alle ist der Schutz unserer Kinder und unserer Jugendlichen verdammt wichtig. Darum müssen wir uns natürlich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen auseinandersetzen, sie kennen und uns natürlich auch daran halten. Der Dreh- und Angelpunkt ist, wie ich schon gesagt habe, für die Jugendarbeit das Thema Aufsichtspflicht. Grundsätzlich ist es bei uns in Deutschland so geregelt, dass alle Menschen unter 18 Jahren, das heißt alle Kinder und Jugendlichen unter 18, aufsichtsbedürftig sind. Der Job dieser Aufsichtspflicht, der liegt eigentlich erstmal bei den Eltern. Kinder und Jugendliche, die erleben ständig Situationen, die sie noch nicht richtig einschätzen können oder vielleicht auch nicht alleine meistern können. Bei einer Beaufsichtigung geht es darum, dass das Kind zum einen geschützt wird. Dass es sich zum Beispiel in der Küche beim Gemüseschneiden nicht den Finger wegschneidet. Und zum anderen geht es darum, dass Dritte geschützt werden. Das heißt, es geht um den Schutz von anderen Personen, von deren Eigentum, vor Schäden, die das Kind verursacht. Eine Beaufsichtigung sorgt also dann dafür, dass ein Kind zum Beispiel mit seinem Fahrrad am Gehweg keinen Erwachsenen anfährt. Oder dass beim Fußballspielen im Garten draußen nicht die Fensterscheibe beim Nachbarn kaputt geht. Wenn sich Eltern ein Kind zulegen, dann bekommen sie gleich eine große, fette Torte geschenkt. Und zwar eine Torte mit Rechten und Pflichten. Die zeige ich euch jetzt mal oder zeige ich dir mal schnell. Das wäre diese große Torte hier. Zusammen mit der Aufsichtspflicht nennt sich der ganze Kuchen elterliche Sorge. Geregelt ist es im BGB, im Bürgerlichen Gesetzbuch, unter dem Paragraf 1626. Untergliedern kann man diese elterliche Sorge, also den ganzen Kuchen, in zwei Bereiche. Das eine ist die Personensorge. Da geht es um die Erziehung des Kindes. Da geht es um die Pflege des Kindes, um ein Aufenthaltsbestimmungsrecht und eben die Aufsichtspflicht. Wenn man es nochmal genauer anschaut, es geht um die Erziehung, das heißt um eine geistliche, eine sittliche und eine seelische Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen, für die die Eltern verantwortlich sind. Dann geht es um pflegerische Aspekte, das heißt um eine körperliche Betreuung. Da geht es um Körperpflege, da geht es um Dinge von Hygiene etc. Und es geht um ein Aufenthaltsbestimmungsrecht. Das heißt, die Eltern haben das Recht und die Pflicht zu entscheiden, wo der Wohnsitz des Kindes ist, wo es sich gewöhnlich aufhält, wo es sich kurzweilig aufhalten darf. Und zusammen mit der Aufsichtspflicht bildet dieser Teil des Kuchens die Personensorge. Dann haben wir hier noch einen Bereich, das ist die Vermögenssorge. Da geht es darum, dass die Eltern das Recht und die Pflicht haben, über größere Ausgaben und auch Vertragsabschlüsse zu bestimmen. Das einzige kleine Stück dieses großen Kuchens, das die Eltern abgeben können an jemand anderen, das ist die Aufsichtspflicht. Das wird auch relativ häufig gemacht, wenn du zurückdenkst oder wenn du zurückdenkst an deine Kindergartenzeit. Das war wahrscheinlich so das erste Mal, dass die Eltern die Aufsichtspflicht an professionelle Hände abgegeben haben. An Babysitter kann man Aufsichtspflicht abgeben. Im Möbelhaus zum Beispiel, wenn man seine Kinder zum Spielen abgibt
Auch da wird Aufsichtspflicht übertragen, abgegeben an jemand anderen. Und natürlich auch an dich als Gruppenleiter oder als Jugendleiter kann diese Aufsichtspflicht übertragen werden. In der Jugendarbeit gehören zur Aufsicht auch bis zu einem gewissen Maße Aufgaben von Grundhygiene. Das kennst du vielleicht, wenn du auf Fahrten unterwegs bist oder in einem Lager unterwegs bist. Da ist es wichtig, dass die Kinder genug zum Essen bekommen, dass die Kinder regelmäßig ihre Medikamente nehmen, wenn sie welche nehmen müssen. Da bist du auch dafür verantwortlich, dass Kinder sich mal einschmieren mit Sonnencreme, dass der Sonnenbrand nicht überhand nimmt. Lauter Dinge, die einfach wichtig sind. Die sollst und darfst du übernehmen, weil das einfach ein kleiner Baustein ist, der zur Aufsichtspflicht mit dazukommt. Also schick deine Jungs und Mädels gerne im Lager mal zum Duschen. Jetzt habe ich gerade erwähnt, dass das Thema Erziehung bei den Eltern liegt und nicht, wie die Aufsichtspflicht abgegeben werden kann. Wenn man sich es genau überlegt, dann ist ja vieles, was in der Jugendarbeit passiert, ja auch Erziehung, oder? Das heißt, Dinge wie Teamarbeit, sich in einer Gruppe erleben, teamfähig werden, Rücksicht nehmen, lauter Dinge, die man für spätere Leben braucht, auch das ist Erziehung. Und das ist natürlich alles erlaubt und auch gewünscht. Dafür ist Jugendarbeit da. Was anderes ist es, wenn ihr tiefgreifendere Themen ansprechen wollt. Wenn es zum Beispiel um Sexualerziehung geht, da ist es wichtig, die Eltern ins Boot zu nehmen und mit den Eltern darüber zu reden, was wollen sie, was ist erlaubt, wie weit sollt ihr da einsteigen. Gleiches gilt auch für tiefgreifendere religiöse Themen. Auch da liegt es erstmal eigentlich bei den Eltern zu entscheiden, wie tiefgreifend oder wie weit sie da in der Erziehung ihrer Kinder einsteigen wollen. Natürlich ist es so, wenn man katholische, evangelische oder andere konfessionelle Jugendarbeit betreibt, dass natürlich religiöse Themen auch dazugehören. Aber die Eltern ins Boot nehmen ist gerade bei solchen Themen immer gut. So, jetzt hast du schon ganz schön eine Menge erfahren darüber, wie denn das Ganze so geregelt ist mit Aufsicht und wer Aufsicht braucht und wo das Ganze dazugehört. Wie funktioniert das aber, dass man Aufsichtspflicht erfüllt? Und dazu findest du in deinem Juleka-Heft ein sehr, sehr gutes Schema, das ich dir jetzt dann gleich in der nächsten Folie vorstellen werde. Hier kommt also der versprochene Überblick zur Aufsichtspflicht. Ich finde ein sehr gutes Raster, das hier in 5 Schritten erklärt, wie du am besten deine Aufsichtspflicht erfüllst. Fangen wir mal ganz unten an, also der unterste, größte Kugel. Da steht drauf, Gefahren, Quellen, vermeiden und beseitigen. Da geht es darum, dass du an deinem Veranstaltungsort, also bei dir im Pfarrheim, auf der Zeltplatzwiese, im Jugendhaus, dich umschaust und versuchst, Gefahren, Quellen zu beseitigen. Das heißt, Scherben zum Beispiel, kaputte Stühle, Dinge, die baulich nicht in Ordnung sind, die du vielleicht beseitigen kannst, die versuchst du wegzuräumen bzw. so wegzutun, dass sich niemand dort verletzt. Ganz wichtig, ein Klassiker schon fast, schau drauf, dass ihr keine eigenen Gefahren schafft. Ein typisches Beispiel im Zeltlager sind nicht gut eingeschlagene Heringe. Da kann man sich ziemlich schnell blöde Verletzungen an den Beinen zuziehen, an den Füßen zuziehen. Wir kommen zum zweiten Punkt, da steht Belehrung und Mahnung, weil nicht alle Gefahren sich beseitigen lassen. Einen Fluss, wie beim Zeltplatz, den kann man einfach nicht wegzaubern. Dann ist es wichtig, dass man die Teilnehmer, die Kinder, die Jugendlichen, auf diese Gefahren hinweist. Dazu braucht es, und jetzt sind wir beim dritten Bommel, bei der dritten Kugel, dazu braucht es klare Regeln und manchmal auch Verbote. Das können draußen zum Beispiel ganz klare Geländegrenzen sein. Also ihr dürft auf dem Grundstück bis hinter zum Parkplatz und auf der anderen Seite bis zum Zaun. Aber dort drüben, wo der Fluss ist, da geht ihr bitte nicht hin. Generell gibt es auch so eine klassische Regel, dass niemand alleine eine Gruppe verlässt, ohne sich bei dir als Gruppenleiter oder bei euch als Gruppenleitungsteam abzumelden. Du bist auch dafür verantwortlich, dass die Gruppe diese Regeln auch wirklich gehört und verstanden hat. Da ist es wichtig, dass die Teilnehmer wirklich auch gut dabei sind
Und es rentiert sich da auch manchmal, Nachfragen zu stellen, ob die das wirklich auch kapiert haben, was ihr da sagt. Wir springen zur nächsten Kugel. Da steht Überwachung drüber. Im nächsten Schritt ist es also wichtig, dass du und dein Team einen guten, wachsamen Blick auf die Teilnehmer habt. Du musst überwachen, ob die gesetzten Regeln auch wirklich eingehalten werden. Wie intensiv ihr das überwacht, das hängt immer so ein bisschen von der Situation ab. Das hängt davon ab, welche Gefahren vor Ort da sind. Also wenn ich im Zeltlager wirklich neben einem reißenden Fluss zelte, dann werde ich wahrscheinlich mehr einen Blick auf den Fluss haben müssen, als wenn das ein kleines Rinnsal ist. Und es hängt natürlich ganz stark auch davon ab, wie gut du deine Gruppe kennst. So am 5., 6., 7. Tag Zeltlager, wenn ich weiß, wer meine Pappenheimer sind, da kann ich mich vielleicht mit der Aufsicht ein kleines bisschen mehr zurücklehnen als am Anfang. Der oberste Punkt, der ist jetzt hier gelb, den Bommel dahinter sieht man fast gar nicht mehr. Da geht es jetzt um das Thema, du hast überwacht und du merkst, das läuft irgendwie aus dem Ruder oder läuft in eine schiefe Richtung, wo einfach was passieren kann. Sollte sich jemand über deine gesetzten Regeln hinwegsetzen, dann ist es wichtig, dass du eingreifst. Du musst eingreifen. Zum einen aus der rechtlichen Sicht der Aufsichtspflicht, weil es dein Job ist, Schaden abzuwenden, Schaden für den Teilnehmer, für das Kind, für den Jugendlichen und gleichzeitig auch Schaden für Dritte. Und auf der anderen Seite auch aus pädagogischer Sicht. Denn wenn die Gruppe macht, was sie will und deine Regeln nicht respektiert, die auf der Nase rumtanzt, dann kann es in anderen Situationen vielleicht auch nochmal richtig gefährlich werden. Darum ist es wichtig, dass du eingreifst und dann belehrst, Mahnungen aussprichst, also wieder zurückspringst auf den Punkt Nummer 2, die Belehrung und die Mahnung. Wie viel Aufsicht braucht es jetzt? Das ist so eine Frage, die man natürlich nicht pauschal beantworten kann. Ich habe vorher schon gesagt, wahrscheinlich ist die Aufsicht und die Aufsichtspflicht am ersten Tag eine andere als am sechsten Tag von einem Zeltlager zum Beispiel. Ein paar Faktoren gibt es, an denen man sowas festmachen kann und die kommen jetzt hier. Zum einen hängt es ganz stark von dem ab, wie deine Teilnehmer so drauf sind. Das heißt, welche Teilnehmer du dabei hast. Wie alt deine Kinder oder deine Jugendlichen sind. Ob es jemand gibt, der besondere Krankheiten oder Besonderheiten hat, körperliche oder vielleicht auch geistige Handicaps hat. Auch die körperliche Entwicklung ist wichtig. Ob Kinder zum Beispiel schwimmen können oder ob sie sportlich sind oder eher die Couch-Potatoes. All das sind Punkte, die wichtig sind, wenn ihr oder wenn du entscheidest, wie viel Aufsichtspflicht, dass du dort leistest. So als Tipp, starte gefährlichere Aktionen immer erst dann, wenn du eine Gruppe einfach gut kennst. Ich zum Beispiel als Erlebnispädagoge, ich bin nur dann auf Höhlentouren mit Gruppen unterwegs, wenn ich vorher schon ein paar Tage mit ihnen unterwegs war oder mit ihnen was gemacht habe. Da braucht es immer einen Vorlauf, bevor man in eine gefährliche Höhle einsteigt. Ein anderer Faktor sind die persönlichen Verhältnisse der Leiter. Das heißt, für dich persönlich, wie fit bist du gerade? Kannst du das, was du anbietest, auch wirklich leisten? Hast du genug Wissen, genug Ausbildung? Hast du zum Beispiel genug Kondition, dass du am Tag 100 Kilometer Radl fahren kannst, wenn du mit Teilnehmern unterwegs bist und ihr eine große Radtour macht? All das ist wichtig. Und da lohnt sich der Blick auf dich selbst, aber auch auf die Leute in deinem Leitungsteam, weil nicht jeder jeden Tag gleich fit ist. Und das sollte man einfach mit einbeziehen. Und es gibt natürlich objektive Begebenheiten, die von denen dann die Aufsicht abhängt. Wie zum Beispiel die Gruppengröße, ob es Gefahren an einem Veranstaltungsort gibt. Da bin ich wieder beim Beispiel des reißenden Flusses neben dem Zeltlagerplatz. Wie gefährlich die Aktion ist, die ihr dort vorhabt. Oder ob zum Beispiel auch andere Gruppen vor Ort sind, die eine Gefahr mitbringen. All das sind Punkte, die beeinflussen, wie stark oder wie aktiv oder wie intensiv du und ihr eure Aufsicht leisten und führen müsst.
Wann beginnt und wann endet jetzt die Aufsicht? Ich habe vorher ganz am Anfang schon erwähnt, wenn die Kinder ihre Eltern in eine Gruppenstunde bringen, geben sie automatisch die Aufsichtspflicht bei dir ab. Das stimmt so nicht hundertprozentig. Von wann bist du jetzt verantwortlich? Die Aufsicht beginnt mit der Übergabe der Kinder, beziehungsweise sobald die Kinder bei dir ankommen. Und sie endet mit der Rückgabe der Kinder an die Eltern zum vereinbarten Zeitpunkt. Das wäre jetzt die Optimalform. In der Realität sind die Kinder vielleicht schon 10 Minuten zu früh da oder müssen vielleicht auch früher weg. Genau für diese Fälle ist es wichtig, dass du bzw. dass ihr euch mit den Eltern absprecht. Eine Info an die Eltern könnte da zum Beispiel sein, die Gruppenstunde beginnt bei uns pünktlich um 17 Uhr. Ab 5 vor 5 können die Kinder in den Gruppenraum, da sind wir dann auch da und sind vorbereitet. Davor übernehmen wir als Gruppenleiter keine Aufsicht und die Kinder hüpfen draußen unbeaufsichtigt rum. Wenn die Eltern diese Information haben, können sie selbst damit umgehen. Beim Ende der Gruppenstunde kann eine Information sein, sie endet pünktlich um 18 Uhr. Und wenn Ihr Kind früher gehen muss, dann geben Sie uns bitte vor Beginn der Gruppenstunde Bescheid, mündlich, per WhatsApp, per Telefon, welchem Kanal auch immer. Aber wir müssen es einfach wissen. Weil wichtig ist, wenn die Gruppenstunde zum Beispiel bis 18 Uhr dauert, dann müsst ihr auch bis 18 Uhr auf die Kinder schauen. Auch wenn euer Programm schon durch ist. Ihr seid so lange verantwortlich, bis entweder die Eltern die Kinder persönlich abholen oder das Ende der Gruppenstunde erreicht ist. Ein Tipp aus der Praxis, die Frage, wie die Kinder nach Hause kommen, ist eine, die immer wichtig ist. Also stellt den Eltern die Frage, werden die Kinder abgeholt, fahrt ihr mit dem Radl selber heim, wie ist das? Dann seid ihr auf der guten Seite und die Eltern merken, Mensch, da denkt jemand mit und er kümmert sich drum. Das macht immer ein sehr gutes Bild. Wie ich vorher schon beschrieben habe, ist es verdammt wichtig, dass man klare Regeln setzt. Auch deshalb, dass die Kinder was haben, wo sie Orientierung haben. Dabei macht es Sinn, dass man sich nämlich im Leitungsteam im Vorfeld auch gut abspricht, wie man mit ernsten Regelverstößen umgeht. Du kennst es vielleicht selbst, man fährt mit der Schule weg und der Klassiker ist immer, wenn du das und das machst, dann fährst du heim. Dann hat einer das und das gemacht und ist nicht nach Hause gefahren und plötzlich kann man tun lassen, was man will. Das sollte dir als Leiter nicht passieren. Überlegt euch vorher, wenn ihr zum Beispiel eine Fahrt anbietet, ein Lager anbietet, was tut ihr, wenn Alkohol konsumiert wird, obwohl es nicht erlaubt ist? Was tut ihr, wenn Drogen konsumiert werden? Was tut ihr, wenn Jugendliche einfach abhauen oder Dinge machen, die einfach hinten und vorne nicht passen? Macht euch Gedanken darüber. Sanktionen bei Regelverstößen machen pädagogisch nur wirklich Sinn, wenn sie zeitnah erfolgen und einen klaren Zusammenhang mit dem Vergehen haben. Wenn sie für den Geschädigten akzeptabel sind und für den Täter nachvollziehbar. Das ist so eine ganz generelle Folge. Ein Tipp aus der Praxis, seid sparsam mit dem Androhen von Sanktionen. Das war mein Beispiel vorher mit der Schule. Wenn ihr androht, ihr schickt jemanden heim, dann müsst ihr den auch heimschicken. Und wenn ihr das am Anfang nicht androht und sagt, Leute, ich will nicht, dass das und das passiert, dann kommt ihr gar nicht in die blöde Lage, dass ihr sowas machen müsst. Ganz grundsätzlich, aber ich glaube, das brauche ich normalerweise nicht erwähnen, sind Strafen, die die Menschenwürde antasten oder gegen Persönlichkeitsrechte verstoßen, vollkommen indiskutabel. Ich meine damit Aktionen wie jemanden bloßzustellen, Essensentzug, Schläge, Einsperren. Das sind Dinge, über die braucht man eigentlich nicht reden, oder? So, ich weiß, das klingt jetzt alles sehr, sehr komplex und vielleicht auch ein bisschen kompliziert. Aber vieles von dem, was du machst, machst du sicherlich aus dem Bauch raus richtig. Mach deine Augen auf, versuch einen guten Draht zu den Kindern aufzubauen und hab einfach keine Angst, auch mal streng zu sein, denn auch das ist wichtig. Und dann klappt das mit der Aufsichtspflicht. Ganz sicher. Wie vorher schon erwähnt, gibt es die ganzen Infos auch sehr übersichtlich und sehr gut zum Nachlesen in deinem Jugendleiterhandbuch, in deinem Juleika-Heft ab dem Kapitel Nummer 5. Dort findest du auch alle Abbildungen, die ich gerade mit eingebaut habe, die 5 Schritte. Schau
Schau es dir einfach nochmal durch, das rentiert sich auf alle Fälle.